Sind Filterbälle, auch Filterballs genannt, wirklich eine gute Alternative zu Sand oder Filterglas? Lässt sich damit eigentlich Wasser wirklich gut reinigen? Und was muss man da allgemein so beachten? Wir haben da Filterballs für euch sehr umfangreich getestet und die Ergebnisse gibt es in dem Video. Also, schaut es euch an. Filterbälle schauen jetzt allgemein aus wie Wattebällchen und sie sind bei gleichem Volumen viel leichter als Sand. Und gehen wir mal wirklich auf den ganz, ganz großen Vorteil von Filterbällen ein. Sie filtern ungefähr 25 mal feiner als die meisten Sandsorten. Das heißt, dort, wo gewisse Schmutzpartikel durch Sand einfach durchrauschen würden, bleiben sie bei Filterballs einfach stecken. Das heißt, wenn man mit Sand genauso gut filtern will wie mit Filterbällen, dann braucht man bei Sand eben Flockungsmittel, weil man es sonst gar nicht schafft. Dasselbe gilt auch grob ungefähr für AFM-Filterglas. Von dem her ist es wirklich toll. Ja, der nächste große Vorteil ist, das Thema Sand im Pool ist mit Filterbällen natürlich Vergangenheit. Das heißt, wenn man was falsch macht, wenn irgendwie der Sand Abrieb hat oder wenn da irgendwie ein kleines Malheur passieren würde, mit Filterballs wäre das halt nicht mehr der Fall und von dem her ist es immer gar nicht so schlecht. Ja, kommen wir doch mal gleich zu einem Praxispunkt. Wir haben von Intex die Sandfilteranlage 26646 verwendet, zuerst mal mit Sand und zwar mit einer Körnung von 0,4 bis 0,8 mm. Das heißt, es ist ein sehr feiner Sand und wie ihr auf dem Video seht, da hat man eben den Gegendruck bei sehr frisch gewaschenen Sand, also rückgespülten Sand, da hat man den Gegendruck wirklich leicht im gelben Bereich. Bei Filterbällen, die sind auch frisch gewaschen worden, die wurden zwar schon mal benutzt, aber auch frisch gewaschen, da haben wir einen niedrigeren Gegendruck. Das heißt, ihr habt bei Filterbällen in der Praxis, wenn wir einfach wirklich von der Realität ausgehen, man hat hier nicht immer fabrikneues Filtermaterial, sondern eben Sand oder Filterbälle, die schon mal ein bisschen benutzt worden sind, dann hat man in der Praxis den Vorteil, dass der Gegendruck geringer ist und dadurch haben wir natürlich eine positive Leistungssteigerung. Die ist zwar gering, aber sie ist definitiv da. Was klar sein sollte, wenn ihr jetzt gröberen Sand hättet, zum Beispiel 0,8 x 1,25 mm, dann ist die Leistungsdifferenz noch mal ein gutes Stück geringer. Ja, bevor es mit dem Testen weitergeht, würde ich sagen, haben wir noch ein paar Fakten für euch. Filterbälle sind aus Polyethylen, die können komplett recycelt werden. Das ist prinzipiell gut für die Umwelt. Und hier verwenden wir übrigens die Filterbälle von Steinbach. Also bitte beachtet, bei Filterbällen, da darf man auf keinen Fall rückspülen. Das nächste, was man nicht machen darf, man darf kein Flockungsmittel verwenden. Wenn man Flockungsmittel verwenden würde, dann würden die Filterballs einfach verstopfen. In sehr seltenen Situationen, wenn er überhaupt nicht mehr im Wasser klarkommt und sagt, ihr wollt das partout nicht wechseln, aber ihr kriegt sonst gar nichts rausgefiltert, weder mit Sand noch mit Flockungsmittel, dann könnt ihr Filterbälle und Flockungsmittel kombinieren. Das hat bei uns im Poollabor die besten Ergebnisse erreicht. Aber ganz klar, nach ein paar Stunden Nutzung sind die Filterbälle verstopft. Dann könnt ihr dann auswaschen, sonst geht da gar nichts mehr. Und natürlich, ihr kriegt nicht alles ausgewaschen. Also das müsst ihr wissen, ihr könnt das nicht ewig oft machen, wenn er sagt, okay, ihr macht jetzt mal so eine Notfalllösung. Ja, machen wir mal weiter mit unseren Praxistests. Wir haben die natürlich selbstverständlich ohne Flockungsmittel durchgeführt, weil wir wollten ja auch was haben, was der Realität entspricht. Ja, zuerst haben wir mal einen Pool gehabt, da hat man Kalkausfall, der war ziemlich trüb. Und dann haben wir die Sandfilteranlage einfach mal 2 Tage lang laufen lassen. Und ja, wir haben es wieder sehr, sehr gut hinbekommen, das Wasser. Das Ergebnis ist absolut spitze und von dem her muss ich sagen, das ist wirklich toll. Ja, stellt sich die Frage, kann man es nicht noch ein bisschen schwerer machen? So einen wirklich extremen Test, wo man sagen, okay, da testen wir mal wirklich, was können die Filterbälle und was können sie vielleicht nicht? Yep, haben wir gemacht. Und zwar haben wir mehrere Kilogramm Erde genommen, haben das in einen 4,88 Meter Pool mit ungefähr 20 Kubikmeter Volumen geschmissen, haben das auch verteilt, haben hier auch da einige Stellen aufgerieben und der Pool ist verschmutzt bis zum geht nicht mehr. Das heißt, teilweise oder größtenteils sieht man nicht mal mehr am Boden, so verschmutzt war der. Der Vorteil von Erde, erstens, durch die dunkle Farbe kann man sehr gut sehen, was im Pool vor sich geht. Und später bei den Filterballs ist es auch noch entscheidend, um zu sehen, was da im Innenleben passiert. Das nächste ist natürlich die Erde. Da gibt es Partikel, die sind gröber und da gibt es Partikel, die sind ultrafein. Und damit kann man Filterballs wirklich top testen. Ja, stellt sich die Frage, bekommt man das Wasser jetzt wieder richtig schön sauber? Bekommt man es vielleicht sogar glasklar? Und selbst wenn man es hinbekommt, wie lange dauert das eigentlich? Verstopfen eigentlich die Filterballs bei den Mengen an Erde, die wir hier haben? Und was kann dabei passieren? Probieren wir es einfach aus. Ja, gut, wir haben die Sandfilteranlage mit den frisch gewaschenen Aber
nicht fabrikneuen Filterbällen jetzt mal 12 Stunden laufen lassen, haben nachgeschaut, ja okay, sieht man schon einen Fortschritt und es ist eindeutig, man sieht, das Wasser ist schon klarer, einiges von der Erde ist am Boden abgesunken und das beides zusammen sorgt dafür, dass man schon mal einen deutlichen Unterschied sieht, aber ganz klar, perfekt ist es noch nicht. Man merkt auch erhöhten Gegendruck vom Manometer. Da ist wirklich auch einiges in Kessel eingesogen worden. Und wir haben jetzt einfach in dem Moment mal einen Bodensauger genommen, schon mal einiges abgesaugt, was da am Boden liegt. Und natürlich ist es so, das Wasser ist einfach nicht dort, wo wir es haben wollen. Aber es sind erst 12 Stunden vergangen. Das heißt, wir haben die Sandfilteranlage 36 Stunden weiterlaufen lassen, weil unser Ziel ist absolut klares Wasser. Wir wollen wissen, kriegen die Filterbälle das hin? Und da müssen wir natürlich der Sandfilteranlage Zeit geben. Ja, bevor wir hier auf das Ergebnis kommen, noch eine wichtige Sache. Wenn ihr euch für die Filterbälle entscheiden solltet, dann würden wir uns freuen, wenn ihr das über den unten stehenden Amazon-Link erwerben würdet. Da würdet ihr uns dabei unterstützen, dass wir weitere Videos wie das hier eben produzieren. Und von dem her, der Vorgang ist ja auch für euch kostenlos. Von dem her wäre das ganz, ganz toll. So, jetzt aber. Wie schaut es nun aus? Unserer Meinung nach perfekt. Es ist wirklich absolut beeindruckend, wie man den total verdreckten Pool absolut sauber bekommen hat. Also echt wow. Es ist absolut glasklares Wasser, so wie es wirklich im Bilderbuch ist. Sind wir jetzt im Test am Ende? Auf keinen Fall. Es kommen jetzt noch ganz, ganz wichtige Infos, die für die Praxis sehr wichtig sind. Lass uns mal die Filterballs anschauen, wie sie jetzt eben nach der Aktion ausschauen. Und wenig überraschend, die sind verdreckt bis zum geht nicht mehr. Bekommt man die eigentlich jemals wieder sauber? Und hier kommt allgemein zuerst mal ein wichtiger Punkt zum Tragen. Filterbälle, die können und dürfen auch nicht rückgespült werden. Das heißt, die müssen gewaschen werden. Und je nach Belastung, bei euch zum Beispiel, einmal oder mehrfach die Saison. Das heißt, bei Sandfilteranlagen, die einfach zu öffnen und zu schließen sind, ist es ja gar kein großes Problem. Aber bei Sandfilteranlagen, wo der Vorgang sehr schwer ist, da kann das echt nervig werden. Ein kleiner Tipp, bei Intex-Sandfilteranlagen oder Miganeo-Sandfilteranlagen geht es relativ problemlos. Bei Steinbach-Sandfilteranlagen auch, außer Komfortanlagen, die Komfort 50 und 75, da ist ein Gummihammer sehr, sehr empfehlenswert. Und wo ich mich schwer getan habe, das war die Sandfilteranlage von Wieder XL. Das würde ich niemals mit Filterbällen machen. Also die wieder zuzubekommen, ist ein Horror. Ja, und jetzt nochmal ein zusätzlicher Tipp. Wenn die Sandfilteranlage aufmacht und die Filterballs, die schauen sehr hell aus, dann muss das nichts heißen. Also ich habe das selber ausprobiert und die Filterbälle, die haben top ausgeschaut. Aber ihr seht es hier auf dem Bildmaterial, wenn man sie auspresst, da kommt wirklich einiges an Schmutz raus. Ja, und dann noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr die Sandfilteranlage eh schon auseinandergebaut habt, dann nehmt doch den Kessel, nehmt doch das Wegeventil und spült es mal richtig schön aus. Manchmal kriegt man da richtig viel Schmutz raus und das wäre, wenn man sie eh schon praktisch auseinander hat, von dem her auch noch eine gute Sache. So, jetzt aber zurück zu unseren Filterbällen, die ja extrem schwer verdreckt sind. Da seht ihr das Waschergebnis und einmal seht ihr das, die ein bisschen dunkler sind. Das war ungefähr 3/4 Stunde Handwäsche. Und auf der anderen Seite seht ihr das, wo wir wirklich die Filterbälle in die Waschmaschine gegeben haben. Zum Waschmaschineneinsatz sagt der Hersteller, kein Waschmittel, nicht mehr als 30 Grad. Und prinzipiell solltet ihr euch dran halten. Jetzt war es bei uns so, die waren so verdreckt, da haben wir uns beim ersten Waschgang in der Waschmaschine dran gehalten, aber viel hat das nicht gebracht, hat nicht besser ausgeschaut als jetzt, sage ich mal, bei den Handgewaschenen. Also haben wir beim zweiten Waschgang Waschmittel eingesetzt, wichtig, kein Weichspüler. Wir haben dann 40 Grad gemacht und dann waren sie schon viel besser als die Handgewaschenen. Also das ist dann schon ein toller Unterschied und von dem her, ja, ich finde, das hat sich echt gelohnt. Und man kann sie dann wirklich wieder top einsetzen. Und was wirklich wichtig ist, die Filterbälle schauen viel besser aus als zuvor. Aber ich habe für euch einmal auseinandergeschnitten im Innenleben, merkt ihr, auch wenn man da wirklich 2,5 Stunden die in der Waschmaschine hat, die werden nicht fabrikneu. Das heißt, ein gewisser Schmutz, den kriegt er nicht mehr raus. Und von dem her, die Filterbälle, die kann man vielleicht 1 oder 2 Saisonen verwenden, aber irgendwann hat sich der Schmutz so festgesetzt, da könnt ihr waschen, was ihr wollt, wird schwierig. Von dem her, das ist jetzt nichts, wo ich die Meinung habe, dass man das jetzt sehr viele Jahre lang einsetzen kann. Da muss man halt sich wieder die nächsten Filterbälle holen. Ja, hier noch ein paar Praxistipps bei Bonnwasser. Verwendet da bitte unbedingt Metallentferner. Damit sorgt er dafür, dass da Ausfälle von den Metallen verhindert werden und dass die Filterbälle sich leichter tun, dabei die Metalle aus dem Wasser rauszufiltern. Und
700 Gramm Filterbälle, das entspricht ungefähr 25 Kilogramm Sandvolumen. Das heißt, habt ihr zum Beispiel einen 50 Kilogramm Kessel, dann braucht ihr 1400 Gramm Filterbälle, 25 Kilogramm Kessel, dann sind ungefähr 700 Gramm in Ordnung. Ja, kommen wir mal zum Fazit. Also ich selber finde die Filterleistung absolut grandios. Es ist echt faszinierend, wie man ein versifftes, verdrecktes Wasser wirklich in ein glasklares Wasser wandeln kann. Auch die Tatsache, dass man weniger Gegendruck als bei Sand hat, ist wirklich toll. Warum? Weil man natürlich mehr Durchlaufleistung hat und insgesamt das wie ein kleines Tuning für die Sandfilteranlage ist. Ich selber würde die Wahl, ob man Filterballs verwendet oder nicht, eigentlich nur davon abhängig machen, hat man eine Sandfilteranlage, die sich einfach öffnen und schließen lässt. Wenn ja, dann empfehle ich sie auf jeden Fall. Wenn nein, dann würde ich weiterhin zu Sand oder, wenn es geht, AFM-Filterglas raten. Ja, wenn euch das Thema Pools und Poolzubehör allgemein interessiert und ihr vielleicht sogar unseren Poolkonfigurator nutzen wollt, schaut doch einfach mal auf www.poolpanda.com vorbei. Da gibt es viele interessante Infos, die sehr hilfreich sein können. Auch Hilfestellungen für gewisse Problemfälle. Und allgemein würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir empfehlen natürlich, unseren Kanal zu abonnieren. Ansonsten war es das jetzt. Ich verabschiede mich, euer Poolpanda-Team, Benni hier. Ciao!